Stichwort Sozialismus. Der dänische EU-Abgeordnete Morten Messerschmidt bezeichnet die EU unlängst als sozialistisches Projekt, das zum Scheitern verurteilt sei. Können Sie sich dem anschließen? Ja, unbedingt. Die Europäische Union wird immer stärker zu einer Union der Räte, der Kommissionen, wo nimmer mehr klare Entscheidungsverantwortlichkeiten trägt. Das ist ein klassisches Erscheinungsbild eines sozialistischen Systems. Das ist sozusagen der formale Aspekt. Inhaltlich zeigt alleine dieser ganze Fiskalsozialismus, dass man versucht, jene Länder, die derzeit noch ein positives Leistungsdenken haben und auch eine positive Leistungsbilanz zustande bringen durch ihr Wirtschaften, jene Länder in die Haftung zu nehmen für die anderen, die das nicht zustande bringen, etwa Griechenland. Und dann sollen diese Länder auch noch deren Schulden übernehmen, die sie in den letzten 10 Jahren nahezu ungehemmt angehäuft haben. Das ist klassischer Sozialismus. Und es ist bedauerlich, dass die Schwarzen oder sogenannten Konservativen nicht erkennen, dass Rot, Grün und Links diesen Sozialismus auf eine sehr softe, gar nicht so leicht erkennbare Weise ihnen Schritt für Schritt oktroyieren. Und die spielen da sogar noch mit. Und das sehe ich nicht ein, weil sie glauben, damit das europäische Projekt zu retten. Letztlich ist das ein sozialistisches Europa, das so von den österreichischen Wählern jedenfalls nicht gewollt wurde und auch nicht gewollt wird. Wir haben unsere Steuerleistung nicht dazu heranzuziehen, dass wir andere Länder mitschleppern und das alles noch unter dem falschen Diktum der Solidarität. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten bereits mit diesen Ländern Solidarität geübt, durch Direktzahlungen. Etwa einzelne Länder haben bis zu 2/3 ihrer Investitionsausgaben, zahlen die alleine aus den Mitteln, die hier aus der Regionalförderung stammen. Oder über den Europäischen Stabilitätsmechanismus oder jetzt über den ESM. Das sind alles Instrumente, wo enorme Geldbeträge und Haftungen der leistungsfähigen Länder zugunsten der anderen, die diese Leistung nicht zustande gebracht haben oder auch nicht zustande bringen können oder wollen, mitziehen müssen. Und das ist klassischer Sozialismus. Das ist nicht Wettbewerb, sondern Sozialismus. Und der ist abzulehnen. Das ist der falsche Weg für Europa. Der sozialistische Präsident Frankreichs, François Hollande, sagte vor dem EU-Parlament in Straßburg, er habe die Intervention in Mali nicht nur in Frankreichs Namen, sondern in Europas Namen begonnen. Woher hat Frankreich diese Kompetenz, im Namen Europas Krieg zu führen? Ich frage mich überhaupt, was die Politik des Herrn Hollande soll, um noch bei der Frage des Sozialismus zu bleiben. Er ist ein sozialistischer Staatspräsident. Er schnalzt derzeit sogar noch das Budgetdefizit Frankreichs hinauf. Er setzt das Rentenalter hinunter. Er macht genau klassische sozialistische Politik und wird dann bei den anderen die Hand aufhalten und sagen, so, jetzt müsst ihr uns auch retten. Ja? Das ist klassischer Sozialismus. Und auch, es ist auch klassischer Sozialismus, dass er schlicht und einfach aus eigener Machtvollkommenheit einen Kriegseinsatz in Afrika inszeniert, um von seinen parteilichen und französischen internen Problemen abzulenken, insbesondere von seinen Budgetproblemen, und dann so tut, als ob das ein Krieg wäre, den er im Namen Europas führt. Ich stelle klar, im Namen Österreichs hat er diesen Krieg nicht begonnen. Österreich ist ein neutrales Land und ich verwahre mich dagegen, dass Frankreich versucht, uns alle irgendwie an Bord zu ziehen. Wenn das ein französischer Militäreinsatz ist, dann sollen sie ihn auch selber bezahlen, dann sollen sie ihn auch selber durchführen, aber sollen nicht Österreich mit hineinziehen. Deswegen kritisiere ich auch den Verteidigungsminister Darabos, der jetzt sogar noch versucht, sich mit irgendwelchen Ärztetrupps an diesem Mali-Einsatz zu beteiligen. Wir haben dort überhaupt nichts verloren. Wir haben dort wirklich nichts verloren. Und daher war es auch richtig von der österreichischen Bevölkerung, dem Herrn Darabos mit seinen Berufserträumen Nein zu sagen bei der Volksbefragung. Man sieht, was man anfangen würde mit einem Berufsherr. Er würde es solchen Aktionen, wie sie der Herr Hollande hier inszeniert hat, würde er dann sein Berufsherr und seine Berufstruppen zur Verfügung stellen. Und dagegen muss man entschlossen auftreten als Vertreter eines neutralen Landes.